Let's have good games, okay? No disruptors. Okay, geht da gut los hier. I agree with part 1. Ah. So. Wir haben einmal den Terraner in grün. Es ist Cuddlebear. Der gerade schon Protoss auseinandergenommen hat. Und der spielt hier gegen den Protoss in violett. Es ist Raze. Er seit Ewigkeiten auf dieses Match wartet, also auf seinen Gegner wartet, weil er aus dem Winner's Bracket runtergedroppt ist. Musste sich da einem anderen Terraner geschlagen geben, nämlich Masa. Wartet hier locker schon ein paar Stunden auf das Match, glaube ich. Ich habe kein Zeitgefühl mehr zu diesem Zeitpunkt. Ja, Cuddlebear hat gerade noch gemeint eben, wir spielen ein schönes Game, wir spielen gute Games ohne Disruptor. Und Raze sagte, er findet Part 1 gut, mit Part 2 ist er nicht einverstanden. So, mal sehen, was die beiden hier treiben werden. Ja, es gibt eine Gateway Expansion. Wobei es gibt aber zunächst den Cybernetics Core hier noch vor dem Gateway, vor dem Nexus, Entschuldigung. Also hier doch kann recht schnell Richtung Adept und Stalker getaggt werden. Die Economy ein bisschen zweitrangig hier bei Raze. Bei Cuddlebear sehen wir die Reaper Expansion ganz normal. Und danach gibt es direkt einen Reaktor, denke ich, mit dem Platz bereits freigelassen für den Elm. Die nächsten Gas hat er. Und ja, da kommt sofort das. Kommt sofort der Reaktor. Und als nächstes wird es dann eine Factory geben. Die wird dann den unter Umständen bekommen. Cuddlebear bisher, was haben wir für ihn gesehen gegen Protoss? Er mag Cyclones sehr, sehr gerne. Er greift mit denen auch. Er greift generell sehr gerne an. Und versucht den Protoss irgendwie klein zu halten und tot zu prügeln. Mal sehen, wie viel Erfolg er da hat gegen Raze. Raze geht hier auf das Stargate. Der Typ ist hier fleißig am Scouten nach dem Proxy, aber es ist kein Proxy in der Gegend. Stargate steht in der eigenen Basis. Und hier nochmal kurz der Scout mit der Probe rein in die Terraner Maybase. Sieht hier auch den Reaktor, aber viel mehr nicht. Wobei, sieht man hinten. Ja, die Factory wurde noch gesehen. Aber es ist jetzt keine allzu große Überraschung, dass die kommt. Probe wird gesniped. Adept ist eigentlich jetzt da. Und der Adept kann. Nein, er kann nicht rechtzeitig das. Oder kann das SCV killen? Er kann das SCV killen, das Command Center. Wirklich. Es ist fast fertig. 71 von 71. Aber er stoppt es im letzten Augenblick und shadet jetzt einfach rein in die Mainbase und macht jetzt immer ein bisschen Damage. Aber er kriegt momentan keinen Kill. Man braucht jetzt 3 Hits. Man braucht schon länger 3 Hits mit dem Adept, um einen SCV oder einen Reed zu killen. Der Adept versucht wegzuschaden, aber nein, hat keinen Erfolg. Er hat ein bisschen Zeit rausgeholt noch beim Command Center. Aber dafür bezahlt er mit dem Leben. Hat aber die Scouting-Info noch geholt, hat gesehen, Doppelgas. Hat er die zweite Barracks gesehen hier hinten drin? Hat er nicht. An der ist er vorbeigelaufen. Er hat die Factory noch gesehen. So, weiter geht's mit einem Oracle. 2 Gates ist er noch gebaut. Hat der Reaper das gerade gesehen? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, Oracle ist unterwegs für Harassment. Und defense-technisch haben wir beim Terraner nichts. That's a problem. Das Oracle wartet noch. Oracle wartet auf seinen Kumpel, damit die Sache richtig geklärt wird. Aber der Reaper scoutet jetzt hier das Stargate. Jetzt ist die Sache bekannt und jetzt muss er eigentlich rein. Er geht jetzt hier auch rein, Mainbase. Auf Wiedersehen, SCVs hier. Es sind nur 23 zu aktuellen Zeitpunkt noch. Okay, 24 jetzt gerade. Ja, und das Oracle macht noch ein bisschen Schaden. Hätte vielleicht nur das SCV mitnehmen können, aber nein, es geht hier lieber raus. Bleibt lieber hier sicher am Leben. Wo zur Hölle ist das zweite Oracle hin? Ach, das. Ich hab's doch gerade gesehen. Okay, es ist doch in der Natural geblieben. Hat den Reaper gefinished. Und das Oracle hier sucht noch nach weiteren Damage hier, aber es sind mehr Marines, wobei 3 Marines sind machbar. Ah, Oracle traut sich das nicht ganz zu. Wir haben gerade in Produktion für den Turn die 2 Medivacs, mehr Marines, Stim und plus 1 Infantry Weapons, genauso wie das erste Missile Turret. Wir sind beim Protoss eine Robo, eine dritte Basis und natürlich der Protoss jetzt hier. So sieht das schon eher aus, wie gewohnt in dem Match hat, dass der Protoss wesentlich mehr Worker hat, einfach dann Chrono Boost, nicht so wie der Matches gegen den Mr. Omega Banana. Der hat da sehr wenig Probes gehabt, aber wurde halt auch ständig Rest. Phoenix ist mit dabei. Und die Lufteinheiten chillen. Das ist ein doofes Aufeinandertreffen. Ja, da kam übrigens der Doppeldrop.
Auf den habe ich eigentlich auch gewartet die ganze Zeit. Ja, die Marines wurden kurz getaggt, haben noch keinen Schaden gemacht. Der Prop ist bekannt. Stim ist durch, kann also gezündet werden, falls es notwendig erscheint. Und die Stalker wollen dem jetzt hier mal ein bisschen begegnen. Zusammen mit dem Phoenix und dem Oracle kann hier der Protoss vernünftig defenden. Bisher sieht das gar nicht so schlecht aus. Marines stimmen einmal durch, rennen hier weg. Und jetzt geht's mal auf die Rocks. Ja, er zeigt jetzt diesen Rocks hier, macht da mega viel Damage. Ne, lässt jetzt doch davon ab. Wir haben Robotics Bay beim Protoss. Wir haben Forge mit dazu. Erste Sentry wird gebaut, da kommt nochmal der Tag auf den Drop hier. Hier drüben beim Terraner. Ja, mehr Einheiten aus zwei Basen. Weitere Rex kommt hier mit dazu. Und es sieht mir wirklich so aus, als ob hier Cuddlebear Bock hat, eine dritte Basis zu bauen. Sondern er pumpt einfach Units wie bescheuert. 40 SCVs hier aktuell. Kommt Combat Shield plus 1 Infantry Weapons ist gleich ready. Die Lufteinheiten, ihr könnt auch immer versuchen, die Einheiten zu taggen die ganze Zeit, damit man einfach das immer im Blick hat. Da geht nochmal ein weiterer Renovation raus. Und aktuell ist das alles bekannt. Und die Rest-Army setzt jetzt hier in Bewegung. Panzer werden extra Medivac eingeladen, boosten zur Seite. Marines laufen auch mit, aber der Phoenix fliegt da. Hat Race das im Blick gehabt? Er sieht auf jetzt nur die Marines durchlaufen. Er hat irgendwas gesehen. Fliegt nochmal in die Richtung, sieht den Marauder hier. Der die Basis beim Protoss läuft. Protoss baut gerade den ersten Koloss, baut Zealots plus 1 Armor. Fire Counts kommen dazu. Da kommt ein Scan vom Terraner hier, wird aber nochmal getaggt hier. Aber da kommt eben die Rest-Army. Da sind die Panzer, da sind die restlichen Marines. Cuddlebear will jetzt hier pushen. Kann Base hier vernünftig defenden. Die Panzer sind in Position, Marines laufen mit dran. Es sind Stalker, aber halt ohne Blink, ohne irgendwelchen Upgrades. Also es sind nackte Stalker und nackte Stalker sind halt wirklich nicht die besten Einheiten. Da geht es auch voll auf die dritte Basis. Die Bayou mit dem Focusfire, die Oracles kommen jetzt auf die Rückseite, gehen an die Panzer ran. Wollen die Panzer snipen? Die Oracles haben da guten Erfolg bisher. Wollen die Panzer haben? Na, es fehlt an Energie, wenn ich das richtig sehe. Das eine Oracle ist out of energy. Das zweite nimmt nochmal den Panzer raus, aber es gehen trotzdem Panzershots in die Protoss Army. Die dritte Basis wird hier fallen. Da hat Race einfach nicht genug, aber er hat die Kopfung noch am Leben. Panzer wird aber gesniped. Oracles kommen nochmal weg. Das eine mega angeschlagen, aber es überlebt. Und die dritte Basis wird sofort neu gesetzt. Ja, und Terran ist auch eine dritte Basis nach diesem Attack hier. Und Cuddlebear baut jetzt auch mehr SCV Spot, natürlich auch mehr Army. Die Oracles auf Wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen. Die sind tot, die kommen so schon nicht wieder. Ja, zu weit vorgewagt in die Bio. Nicht auf dem Schirm gehabt, dass da plötzlich noch Terran stehen könnte. Und die Terran Army hier, ja, sie sucht noch nach einem neuen Angriffswinkel. Phoenix wartet hier auf einen Drop. Da soll auch ein Drop kommen. Da wird massiv eingeladen an drei Medics. Der Phoenix allerdings sieht das und die Stalkers sind auch in der Gegend. Und die Reaktion ist da. Cuddlebear riskiert das nicht. Ist da schlau und lässt das lieber sein. Währenddessen kommt seine eigene dritte Basis. Race hier mit plus 1 Attack. Koloss Range. Die Kolosse sind draußen. Zwei sind draußen. Der dritte wird gerade gebaut. Es kommt Blink mit dazu. Der Phoenix wird gleich ein Ende finden, weil er trasoliert hier gerade ein bisschen völlig durch die Gegend. Und ja. Tschüss Phoenix, damit keine Lufteinheit mehr übrig für den Protoss. Ja, dort das Stargate eventuell für später, aber momentan hier sind wir ohne Air Units und wir haben eine richtig fette Biotruppe mit einigen Medivacs, da wird noch komplett eingeladen und dann soll es reingehen in die Mainbase. Aber da stehen noch immer die Stalker. Und hier drüben, die Kolosse warten auf einen anderen Weg, da wird die Protoss-Arme hier gesehen, aber die Stalker sind dann auch immer hier und das sieht der Terran auch und denkt sich, nee. Ja, kommt sogar noch ein Scan, aber er versucht es trotzdem. Er dive über die Stalker drüber, lädt trotzdem aus. Er hat sehr viele Marines hier drin. Die Stalker können ihn nicht wirklich fighten, werden dezimiert. Und da kommt der Recall von der Rest-Army von Protoss. Die Kolosse sind jetzt hier mit drin. Aber da wurden die Stalker rausgenommen. Garden Shield gezündet. Kolosse brennen nochmal ordentlich durch. Viele Marines starten jetzt ziemlich schnell. Aber da kommt der Loden. Stalker können noch nicht blinken. Jetzt ist Blink ready. Genau jetzt. Ein Ticken zu spät. Trotzdem, da geht es einfach weiter. Probes werden rausgenommen hier und Cuddlebear macht hier einiges in Damage. Aber findet es auch Stück für Stück Einheiten. Da kommt der Blink, da gehen die ersten zwei Medivacs hier down. Trotzdem, es geht immer auf die dritte Basis, aber die Damage-Output reicht nicht. Die Basis bleibt weiter am Leben und es wird hier weiter Einheiten gesniped. Aber da hat uns nochmal kurz umgedreht, einen Stalker rausgeballert. 101, 217 Supply. Sieht für Cuddlebear nicht so toll aus. Sein Army Supply ist nicht so krass. Er baut jetzt die ersten Vikings als Konterwaffe gegen die Kolosse. Wenn das in der Protoss hat, jetzt hier gleich 1-1 Upgrades. Baut das Raptor, baut mehr Gateways, hat die dritte Basis jetzt dann gleich wieder online. Hat 57 Probes zu 55 SCVs, da hat gleich der Terraner mehr. Er hat nicht eine dritte Basis, die auch gut läuft. Wir sehen Armory, zweite eBay hier, da gibt es weitere Upgrades. Das nächste Aufeinandertreffen jetzt wird mit Vikings sein. Und bei Protoss Static Defense wird nicht viel gebaut, also er hat auch keine Stalkets mehr hier. Er erwartet nicht, dass der Terraner gerade noch weiter droppt. Eine Probe hier als Scout ist unterwegs und der Protoss 3 Kolosse, 1 Upgrades, Blink und Charge kommt hier noch mit dazu. Auch wenn nicht viele Zealots in der Abi sind. Ein Zealot. Ein Zealot kann dann chargen, der ist happy. Der hat Spaß.
So, Warpism hier ist unterwegs. Aber, oh Gott, die Vikings. Aber sind gerade am Wegmoven. Naja, auch wieder sind Warpism. Da geht's down. Damit die Protoss haben wie kein Reinforcement. Und auch kein Save. Das Warpism kann auch ein sehr wichtiger Save sein für die Kolosse. Aber hier kein Warpism mehr mit dabei. Wird auch nicht nachgeboten. Das heißt, es gibt lieber nochmal einen Disruptor. Plus 2 Attack kommt. Es gibt jetzt schon Ghost Academy und auch der Fusion Core. Also Cuddlebear dreht jetzt hier richtig am Rad. Also Advanced Ballistics wird da nicht mehr weit weg sein. Ich denke jetzt nicht, dass er BCs baut. Kein Terraner mit Selbstrespekt baut BCs. Also er schießt wie ein Wahnsinniger. Es kommt noch ein Starport mit dazu. Es kommt die Ghost Academy. Ja, die ist auch gleich fertig. Das heißt, die Protoss Army wird hier gleich zum einiges schwerer haben. Machen wir nochmal einen Scan hier. Da werden noch ein paar Marines gegrillt. Aber bisher ruhige Phase bei den Makron hoch. Race hat ein bisschen Obermünz hier gerade. Sammelt da so ein paar zusammen. Geht nochmal auf eine weitere Robo. Das ist der Attack zur Hälfte fertiggestellt. Da kommt nochmal ein Scan hier gerade irgendwo. Die Marines hier ballern da drauf. Der Scan, nicht sicher, wo der gerade kam. Die Marines hier, ja, werden auch abgefahren. Die Scouting Pilots sind sehr wichtig natürlich, dass man sieht, wo hier eventuell ein Drop vom Terraner reinkommt und wo die Army sich hinbewegt. Jetzt kommt der Darkshrine hier für Race. Und Cuddlebear hier 2-2 abgeht unterwegs. Nimmt diesen Pylon hier raus. Und hier drüben haben wir. Okay, das war die Hallucination, die gesniped worden ist. Da kommt die vierte Basis für Cuddlebear. Race hingegen momentan noch immer auf 3 Basen. Ich denke, jetzt hier gerade ein bisschen der Terraner Army entgegen. Stalker blickt auch schon ran. Ja, Vikings. 13 Stück auf 3 Kolosse. Also 3 Kolosse leben nicht sehr lange. Es sind aber auch 4 Disruptor mit dabei in dieser Army. Advanced Ballistics wird aber gerade erforscht und Liberator werden gebaut. Das heißt, Cuddlebear will eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit, bis seine Army wirklich ausgeschaltet ist, um dem Protoss hier wirklich Schaden zuzufügen mit den Liberatoren. So. Protoss hier auch einfach die Rocks nicht aufmacht, sondern einfach sie jedes Mal durchzwängt. Ja, jetzt geht's los. Die ersten Liberator-Kreisel werden gesetzt. Die Bio hat einen guten Angriffswinkel eigentlich auf die ganze Protoss-Army. Die Vikings snipen die Kolosse aus, noch eine Summing, aber die Bio wird zu schnell abgeräumt. Und damit der Ground-Fight wird verloren, die ganzen Kolosse sind weg. Die Vikings können noch landen für einen späteren Fight, aber Cuddlebear hat hier sehr viel verloren. Versucht hier mit weiteren Liberator hier zu stabilisieren, die Vikings landen. Und jetzt hier geht's rüber über den Blocker hier. Hat noch ein paar Protoss-Einheiten angeschossen. Hier ist eine PF, die kann sich selber wehren, auch wenn es nicht so mega gut ist. Die Disruptor-Kugeln gehen nochmal ordentlich rein. Weiter Disruptor-Kugeln werden gezündet, der Protoss möchte einfach die PF haben. Und der Terraner kann gerade einfach nicht raus aus dieser Basis. Die Disruptor bewachen hier diesen Ausgang und schieben ständig ihre Leuchtkugeln rein. Da geht die PF down. Ja, sie ist von momentan noch am Leben gelassen. Die kann man auch noch mitnehmen. Und da holt sich hier Race einen wichtigen Kill. Jetzt wendet er noch seine eigene vierte. Und Cuddlebear, ja, diesen Fight hat er dann bisschen zu krass verloren. Obwohl die Position gar nicht so schlecht war für ihn. Das Problem einfach, die Protoss Army hatte, ja, diese Schattenkugeln haben, glaube ich, ordentlich noch gesessen. Und einfach da ein bisschen zu viel Feuerpower da. Die Vikings sind jetzt alle am Boden. Es gibt keinen weiteren Kloss. Das heißt, die Vikings sind in der Luft wirklich unnütz. Next Liberator Kaiser kommt. Advanced Ballistics ist da. Also ist Liberator Leben ein bisschen sicherer. Protoss hier mit insgesamt 8 Disruptoren am Start. Währenddessen die T-Warpin zu Hause in der Basis. Die laufen jetzt mal komplett über die Karte. Aber Race ist hier sehr offensiv unterwegs. Cuddlebear hat hier Probleme. Er hat sehr viele Ressourcen auf der Bank tatsächlich. 1400 Minerals gebankt. Wollte aber einfach nur Liberator wie ein Wahnsinniger. Will also dafür mehr Gas haben. Könnte natürlich eine neue Basis brauchen, aber die hat er eben nicht. Die hat er leider verloren. Ja, Protoss möchte hier noch nicht wirklich reinpushen. Die T's laufen einfach durch. Denen ist das alles egal. Denken sich, ich schau mal an deine Economy vorbei. Der ist ein bisschen tot. Die T's haben plus 2 Attack. Da kommt, sollte ein Drop kommen. Ziemlich fetter Drop sogar. 4 Dropships in Richtung Mainbase. Aber das sind die Stalker. Und die werden, ja. Die Dropships werden hier abgefangen. Die Stalker blinken hinterher. Der Protoss riecht da was, aber er ist nicht ganz in der richtigen Position. Die T's hier wurden recht schnell geklärt. Ne, der Mainbase ist noch zur Sache. Aber der DT läuft jetzt einfach nach hinten. Oder was da noch machen kann. Die Medivacs hier, ja, sind im Blick von Hallucination. Da kommt der Scan nochmal auf die Mainbase, aber da kann hier Cuddlebear beim besten Willen nicht reinspringen. Die Tier hat nochmal ein bisschen Spaß an den Gebäuden. Und die Protoss Army möchte unbedingt hier diese Medivacs haben, weil da liegt auch sehr viel Supply drin tatsächlich. Mit den ganzen Vikings, die geladen sind. Der Viking Express hier. Und die Hallucination treibt das Medivac in die Stalker. Das ist mies. Kein Hold Position auf den Medivacs, damit werden sie verschoben, wenn sie angegriffen werden. Auch von Hallucination. Wie man hier sieht. Setz sie doch einfach auf Hold Position. Why? Wieso sind sie nicht auf Hold Position? Okay,
Das ist auch ein Phoenix gebaut worden, der ist gerade. Der macht wirklich Damage. Das ist keine Isolation. Wenn das dann mit drüben gerade in den Combat-Elevatoren auf die dritte Basis, die versuchen ja alles zu snipen, die Stalker blinkt unten ran. Da starten viele Protoss-Einheiten, da starten viele Props, aber auch die Elevator werden hier Stück für Stück gesnipt. Kandelbär versucht hier einen Angriffswing zu finden, wäre das seine Dropships gehen hier runter, aber werden komplett geklärt und Kandelbär droppt auf 100 Supply runter. Die Deal hilft aus beim Defenden, die Vikings waren alle geklärt. Das Medivac geht down und Kandelbär mit 99 Supply gegen 150. Da ist nichts mehr übrig. Und der Trupp hier an Liberator wurde auch weggeschossen. Aber er hat viele Probes erwischt. Wir sind inzwischen bei 39 toten Probes. Die Liberator aber 12 Stück sind gestorben. Es werden weitere Liberator produziert. Hier eine neue Basis wurde gesetzt. Und Kandelbär, seine Bank ist leer zu diesem Zeitpunkt. Und Raze versucht zu pushen. Er hat 60 Supply Vorsprung. Das ist halt alles Army Supply Vorsprung. Er ist nur ein Liberator und der hilft nicht gegen so viele Stalker. Der wird gecrushed. Die Binding Base geht drauf und damit Kandelbär wirft auch das GG hier. 1-0 für Raze. Ja, damit auch gleich zu unseren Spielern. In Violett der Protoss mit der 1-0 Führung. Es ist Raze. Und der spielt gegen den Terraner in Grün. Es ist Kandelbär. So, wir haben die nächste Map. Kein Cannon Rush. Der Langweiler hier. Die Pro wird gejagt, aber viel passiert hier nicht. Bisschen ohne Overlay casten. So, ja, wir sehen, Adept wird gebaut. Oh, und es kommt, Alter, what? So viel dazu. Es wurde geproxied, unser Kandelbär mit der Proxy Rex und dem Tech Lab Marauder Rush für ihn gestellt. Gegen einen Stargate Opener. Das kann jetzt haarig werden. Und momentan, Raze ist am Scouten. Hat die Barracks gesehen. Hat das eine Gas gesehen. Da kommt natürlich ein Marine. Der Marine ist verdächtig. Warum kommt da kein Reaper? Aber die Wall ist dicht. Das heißt, die Probe kommt hier nicht rein. Und damit sieht sie nicht, ob deine Factory da ist oder nicht. Da kommt Zeit und Marine nochmal mit dazu. Bisschen komisch ist es schon. Ist nicht ganz gewöhnlich. Aber da kommt der Marauder Rush. Concussive Shells ist da. Und der Adept sagt gleich mal auf Wiedersehen. Er kann vielleicht mit dem Shade sich nochmal safen. Aber wird es auf jeden Fall hart angegangen, wie man sieht. Es bewegt sich kaum vorwards hier. Leicht so Stück für Stück nach vorne. Die Marauder jetzt hier auf die Probe. Geht auch noch drauf. Probes werden gezogen. Marine ist mit dabei. Und Raze. Ja, er muss jetzt natürlich irgendwie verteidigen. Hat die Adepts mit dabei. Will hier irgendwie reinschalten. Die Probes werden gezogen. Der Bunker wird gecrushed. Das SCV ist bereits down. Der Bunker wird gecancelt. Die Probes werden ja abgezogen wieder von diesem Fight hier. Der Adepts wollen weiter verteidigen. Es ist ein Oracle im Bau. Aber die Marauder natürlich machen hier richtig Stress. Sobald das Oracle da ist, kann hier Kandelbär nicht mehr großartig fighten. Das heißt, die Adepts müssen die Zeit kaufen, bis eben das Oracle ist. Snipen jetzt hier auch die Marines. Das ist wichtig. Das heißt, wenig Anti-Air. Das heißt, das Oracle kann hier wirklich alles zerstören. Trotzdem, es ist eine kritische Angelegenheit hier gerade für Raze. Probes werden wieder gezogen von der Natural. Es geht rein wieder in die Mainbase. Die Terraner hätten jetzt einfach alles zu stören, so schnell wie möglich. Aber Oracle ist jetzt hier ready. Und das wird jetzt hier Kandelbär sehr, sehr wehtun. Ja, diese Einheiten waren jetzt hier. Es dauert ein bisschen. Das Oracle braucht ein bisschen, um da den Marauder kaputt zu machen. Aber es wird den Marauder kaputt kriegen. Und es geht auch auf den nächsten Marauder. Die Pops, ein paar werden nochmal gesniped. Der nächste Marauder steht im Fokus. Der nächste Marauder geht hier down. Und damit. Wie viele Props gehen hier drauf? Insgesamt 11 Props gehen hier momentan drauf. Der Marauder soll jetzt noch surrounded werden von den Props. Der Marine kommt damit nach. Aber das Round sitzt. Es waren 12 tote Props, 13 vielleicht noch. Marine fokus mal die letzte Probe nochmal raus. Protoss baut hier nochmal. Hatte, wo soll es sein Gateway? Also, die Gateway ist offline. Okay, das macht nichts. Aber wenn das nächste Oracle kommt, damit sollte sich hier Raze eigentlich stabilisieren können. Denkt man, hofft man weiß es nicht. Es sind nur zwei Marines da wieder, aber halt auch zwei Marauder. Der Marauder tankt doch ziemlich fleck. Das Oracle hat halt nur begrenzt Schaden. Er wäre vielleicht ein Void Base sinnvoller gewesen. Weiß es nicht. Braucht das länger. Ja, das Oracle ist finished. Marauder 1, Marauder 2. Da geht wieder die Energie aus. Oracle kann nicht mehr schießen. Das andere Oracle kann wieder schießen, hat wieder genügend Energie für den Laser. Aber das hat Raze gerade überhaupt nicht im Blick. Und da wird jetzt gerade doch Stück für Stück mehr und mehr Probes. Das läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder für ihn. Eigentlich an sich ist das Stargate kein schlechter Opener dagegen. Das Problem ist einfach, dass hier die Oracles kein zuverlässiger Damage sind. Sondern einfach irgendwann kein Damage mehr haben. Ja, hier geht's wieder drauf. Mit den Oracles, Doppel-Oracles hier gegen den Cyclone, gegen den Marauder Cyclone. Lockt nochmal auf die Oracles. Die jagen jetzt hier das Ding, aber das geht trotzdem down. Marine wird hier geklärt. Und auch der Marauder wird gefokust. Noch der geht down. Trotzdem 18 Probes zu 26 SCVs. Aber es sind halt drei Oracles auf dem Feld. Aber wieder out of energy. Auch eins hat Energie. Eins kann nochmal ein bisschen rumlasern. Peters viertes Oracle wird gebaut. Ich weiß nicht, ob nicht ein Void Ray einfach die sinnvollere Variante gewesen wäre in der Situation. Ist jetzt so mein Empfinden. Anstatt nur Oracles, die ständig out of energy sind.
Ja, die Pops auch nochmal draufgezogen, Mineral Walken, aber wurde jetzt rechtzeitig zurückgezogen. Der Cyclone ist mega low, der Cyclone wird auch gefinisht. Jetzt ein Stalk auch mal mit dabei. Bisschen zuverlässige Damage-Quelle ist mal dabei, aber 13 Props sind noch übrig für den Protoss. Und der Terraner baut jetzt hier auf eine eBay, weitere Barracks. Und hier, die Produktion läuft auch noch weiter. Das kommt dann noch ein weiterer Marine. Es sind jetzt 4 Oracles da. Das heißt, Damage ist da ohne Ende. Problem ist, der Worker-Count ist wirklich unterirdisch für Raze mit gerade mal 12 Props. Er hat 2 Nexai, das heißt, er kann Doppel-Probe bauen, wenn er das denn möchte. Hier nochmal ein Recap finished. Und die Barracks fliegt natürlich. Stalk kann sich darum nochmal kümmern. Er braucht aber ewig, bis er diese Barracks tot kriegt. Bis das Ding fällt, das dauert. Und die Oracles warnen sich auf die Mission, dem Terraner irgendwie Schaden zuzufügen. Der hat jetzt auch eine Natural Ready. Da kommt eben Missile Turrets, 2 Stück. Es sind ein paar Marines und ein Cyclone da. Reicht das überhaupt an Antia? Gegen 4 Oracles, die noch keinen Damage genommen haben, die jetzt wieder Energie gesammelt haben. Laser noch nicht angeworfen. Ein Oracle wirft den Laser, ein zweites Oracle wirft den Laser. Jetzt geht's hier drauf. Und da ist die Antia. Die Oracle ist gerade nicht wirklich koordiniert am Fighten. Nicht sicher, was sich Trace hier dabei gedacht hat. Wenn das ein, der Stalker schießt immer noch auf die Rex, hat inzwischen, ja, guten Stück an Hitpoint runtergeballert. Und die Oracles sind hier noch uneins, was sie hier machen sollen. Sammeln Energie Stück für Stück. Das eine hat auch, geht Richtung 100. Trotzdem Protoss baut hier einfach nur Probes. Pylons versucht hier einfach weiter seine Economy wieder aufzupolieren. Auch wenn das natürlich ein sehr, sehr mühsamer Weg ist. Der Stalker macht mehr mit Damage an der Barracks. Gleich fängt die an zu brennen, weil sie im letzten Drittel ihre Hitpoints ist. Da geht's los. Unter 333. Da fängt das Ding zu brennen an. Und die Barracks, überlebt die das? Das wird ziemlich eng hier. Der Stalker haut nochmal ein bisschen Zusatzdamage raus. Der Branddamage ist ziemlich krass. Die Barracks hier wird ziemlich low. Kommt aber gleich auf den Nacken. Da kommt das SCV. Das sollte das safen können. Ja, Barracks überlebt. Auch wenn sie mega low wird, aber es reicht nicht. Der Stalker kommt nochmal ordentlich ins Gesicht. Die 4 Oracles, 3 Oracles, sind es gestorben? Sind es gestorben, wunderbar. Ja, das läuft für Race überhaupt nicht gut auf dieser Map. Ja, die Barracks lebt. Nicht mal der Sieg ist ihm vergönnt. Der Terraner hat mehr Worker, der Terraner hat eine starke Army. Die Oracles hier sind bisher nicht besonders hilfreich gewesen. Setzen mal Stasis Wards. Naja, naja. Aus der Sicht des Protoss ist das Game ziemlich naja. Aus der Sicht des Terraners ist das Game doch mal ganz ordentlich. Der baut hier seine Army auf 2 Basen. Und jetzt ein Two-Base-Push, das wird, denke ich, Race einfach nur vernichten. Weil Race versucht einfach gerade so greedy wie möglich, seine Infrastruktur, seine Probes und alles wieder aufzubauen. Aber eben dadurch, Army Supply ist halt echt quasi nicht vorhanden. Und nämlich schon die Stasis Wards werden ausgelöst von 1 der Marines. Und die Oracles haben hier schon Angst. Weitere Stasis Wards werden ausgelöst. Da ist hier Cuddlebear auch schön auf der Suche nach den Stasis Wards. Die Oracles hier gehen nochmal rein, taggen nochmal kurz die Army. Aber Stim ist kurz vor der Vorteilstellung, da kommt der Loaden. Ja, da kommt der Drop. Und ich glaube, der Drop wird hier den Protoss einfach schon direkt vernichten. Was hat der Protoss an Einheiten? Er hat 3 Zealots, einen Stalker und 3 Oracles. Es sind hier 8 Marines geladen. Es ist hier ein Cyclone geladen und 2 Marauder. Die Marauder haben Concussive Shells, die ganze Biotruppe hat gleich Stim. Und die Oracles hier, ja, 1 ist angeschlagen. Und die Oracles kriegen auch direkt den Damage ab. 1 ist mega low, wird gleich gesniped. Ja, es fällt. Dann haben wir nur noch 2 Oracles. Es geht direkt auf die Robo. Immortal wird hier gerade gebaut. Aber die Oracles hier kommen jetzt wieder zu, um zu fighten, aber da kommt noch der Lock-On, das eine Oracle ist sofort down hier. Die Zealots versuchen da ranzukommen, aber es wird gekitet hier. Es ist einfach noch kein Charge da, weitere Marines kommen hier mit dazu und der Terraner muss sich einfach nur vernünftig sammeln, um hier zu fighten. Der lädt jetzt hier unten wieder aus, geht nochmal seine Einheiten hoch. Charge ist gleich da und der erste Mortal ist auch clear. Das heißt, das kann nochmal ein bisschen stabilisieren für Race. Trotzdem, Cuddlebear macht hier weiter Druck. Ja, da kommt die Widowmine, die wird eingegraben und da ist keine Detection da. Die Widowmine kann hier richtig dicken Shot auslösen. Ja, nein, trifft nicht so geil. Das war es jetzt nicht so. Trotzdem, Cuddlebear ist weiter vorne. Viel mehr Worker, mehr Army Supply. Das Oracle hier lebt noch immer gefährlich übrigens. Tag nochmal. Drittes Medic kommt mit dazu. Marine läuft hier durch die Gegend. Und wir haben ein Proxy Gate von Race. Der möchte jetzt hier selber pushen auf seinen 2 Basen. Hat keinen Bock, hier noch irgendwie Richtung Late Game weiterzubauen, sondern Do or Die ist die Devise. Da kommt nochmal ein Phoenix, um einfach gegen Medivacs und alles auszuhelfen. Da geht es auf das Gateway hier auf dem High Ground und ja, das wird einfach rausgeschossen. Die Protoss Army interessiert sich gar nicht für die, läuft einfach rüber. Und Cuddlebear, er baut gerade einen Bunker, er hat einen Liberator und da hat es ein Widowmines unterwegs. Aber die werden gleich angecharged und die Widowmines, eine stoppt, die zweite stoppt. Aber der Hit ist ziemlich sick hier, der geht in ziemlich viele Salz rein. Wenn das in die Bio hier kann, einfach in den High Ground hoch und jetzt hier die ganze Protoss Production lahmleben. Und jetzt die Salz wollen natürlich Natural crushen. SVs werden gezogen, Liberator ist auch im High Ground oben, bisschen Bio ist auch oben.
Das reicht das hier. SVs stehen ja auch rum. Die Wall ist noch nicht hochgezogen. Jetzt wird sie hochgezogen. SVs blocken hier. Die Gebäude werden abgerissen. Der Terran, wenn das zerstört, auch hier so Stück für Stück alles. Die Natural ist bereits abgeräumt. Und Raze hier. Seine Probes sind alle in der Main Base. Die Pylons gehen down. Das heißt, Gateways hier sind offline. Die Bio schießt wirklich um sich. Da kommt der Recall. Aber ja, da waren noch einige Einheiten gesniped. Die Natural wurde inzwischen hochgelandet. Da geht jetzt ja der Go auf diesen Drop. Aber trotzdem, der Protoss hier. Hälfte des Supplies. Ich sehe wenig Möglichkeiten, wie Raze das Spiel sich hier noch holt. Er hat immer noch weniger Worker, sein Tech macht nicht wirklich Fortschritt, jetzt seine Natural ist am Sterben, da kommt das GG, Cuddlebear macht hier den Ausgleich. Wir haben das 1:1 und gehen damit in eine Entscheidungsmap zwischen den beiden. Komisch, schon, ach langsam müssen die Boys doch wieder wach sein. Keine Ahnung, Party Prophet, keine Ahnung. So, wir haben in grün den Terraner Cuddlebear. Und er spielt gegen den Protoss in Violett, ja, nicht die, was man gerade sagen wollte. Es ist Raze. Und der wird nochmal geproxied, aber nur so halb, denn die Barracks steht hier. Bisschen eigenwilliges Placement, aber für den Proxy Reaper reicht's. Danach gibt's eine Factory. So, mal sehen, was der Reaper hier anrichten kann. Denn aktuell hat hier, ja, da ist sehr offensiver Bunker. Da wird der Stalker gechrono-boostet, der Reaper kommt immer dazu, da wird eine Schildbatterie gebaut. Der Reaper kann hier vielleicht noch ein bisschen Props snipen, will jetzt hier rein in die Mainbase. Der Stalker ist eigentlich gleich da und hier geht es auf die Props in der Mainbase. Wie viel Damage kann dieser Reaper hier machen? Props werden gezogen, der erste Prop wird low. Ah, kurz auf den Schuss auf den Nexus gesetzt, da geht der erste Prop down. Stalker ist jetzt mit dabei, kann der Reaper das überhaupt überleben? Er springt jetzt hier runter, das sollte reichen. Der Bunker wird fertig, der Reaper kommt rein und damit ist jetzt hier erstmal ein bisschen gesaved. Ja, und damit gibt es Damage. Und zwar nochmal eine Probe, wird auch noch mitgenommen. Der Bunker hat einfach gesalvaged. Okay, so muss man natürlich auch machen. Zwei Props mitgenommen, der Stalker ist hier, zweiter Stalker wird gebaut, es gibt einen Cyclone, es gibt danach den Starport hier für Cuddlebear. Und bei Raze sehen wir einen zweiten Stalker, der gebaut wird. Es sind echt schon 7:30. Also das dauert heute echt länger als gestern. Das hätte ich eigentlich ursprünglich nicht erwartet, dass das so läuft. Seit 16 Uhr am Streamen hier. So, mehr Stalker werden gebaut. Es kommt das zweite Command Center für Cuddlebear. Sein Starport kommt wieder dazu und da wird ein Reaktor gebaut. Barracks ist nach Hause geflogen und wir haben jetzt hier einen Reaper und einen Cyclone. Und es gibt danach einen Liberate. Also hier wieder Harassment Openings für Cuddlebear. Versucht Schaden zu machen irgendwie, irgendwo. Hier sind eigentlich Doppelschildbatterien. Die wurden auch durchgezogen und damit. Ja, sobald hier ein Stalker steht, hat der Cyclone auch ein bisschen Probleme, weil gegen Doppelschildbatterie, man sieht auch, der Reaper versucht hier irgendwie sich gegen die Schildbatterie durchzusetzen, aber dir interessiert das gar nicht. Die zappt sofort die Props wieder voll, jetzt ist der Cyclone mit dabei, jetzt ist die Sache ein bisschen schwieriger. Die Stalker kommen hier mit dazu und das geht stattdessen auf den Pylon, aber auch der wird hochgehielt und der Damage ist einfach nicht genug hier vom Terraner. Er kommt da nicht durch. Und damit die Defense hier hält erstmal von Raze. Haben wir Cuddlebear, baut die nächsten Cyclones, hat den Liberator unterwegs irgendwo, hier müsste doch losfliegen, ja, da geht's los. Und damit Harassment gestartet an zwei verschiedenen Fronten, einmal vorne, einmal hinten in der Mainbase. Die Stalkers suchen immer noch irgendwie nach ihrem besten Weg zur Verteidigung, es geht nochmal auf den Pylon, die erste Schildbatterie ist inzwischen leer. Also die zweite muss hier aushelfen. Hier allerdings, der erste Observer ist da, es wird keine Mortal direkt gebaut tatsächlich. Ja, da kommen aber zwei Seconds nach und die können wehtun, wenn da keine Mortal mit dabei ist. Währenddessen auch der Liberator hier wartet auf seinen großen Einsatz. Also da kommt jetzt gleich ein ziemlich heftiger Schlag auf Raze zu. Der hat momentan den Supply-Vorsprung, hat 10 Worker mehr, weniger Army-Supply. Braucht nochmal einen Observer, das ist das schön, aber es kommt da keine Cloak Banshee, das heißt so viel nutzen den Observer hier auch nicht. Er braucht eigentlich keine Detection, er braucht ein bisschen was gegen die Einheiten, die rumstehen. Da wird ein Stalker reingehoppt, die Mainbase ist gerade abgezogen. Und jetzt geht's ran mit den drei Cyclones auf die Natural. Die Schildbatterie hat wieder Energie gezogen, sofort den hochgehielt. Stalker gehen aggressiv raus und das reicht. Da hat ihr Cuddlebear zu viel Respekt, wenn es der Liberator wurde geklärt. Und das sieht jetzt doch ganz okay aus momentan für den Protoss. Für Cuddlebear ist das ein bisschen suboptimal. Er hat nicht so viel Damage gemacht, wie er gerne gehabt hätte. Geht auf eine dritte Basis, Starport. Mal sehen, gibt es dann Addon oder baut er einfach so Medivacs? Es gibt einmal ein Tech Lab. Will der echt noch hier auf Banshees gehen? Aber er hat doch die Robo gesehen, oder? Ja, er hat die Robo gesehen.
War das einfach so für die Bellics hier, das Techlab? Das kann sein. Dass den Starport gerade gar nicht nutzt. Da wird ein Observer geklärt. Er weiß auch definitiv, dass Observer da sind. Der Gott, der überlebt. Der überlebt. Das ist so bitter. So bitter für den Terran hier. Dass der Observer den Scan überlebt. Ja, Protoss geht auf eine dritte Basis und Race geht direkt auf Disruptor hier. Hat den Robotics Bay mit dabei. Stalkers sind da. Es kommt das Twilight Council mit dazu. Das wird dann Blink erforschen. Der Observer hier schaut nochmal rein, sieht. Dritte Basis ist am Umbauen auf den OC. Jetzt schüttet noch mit das Viking durch die Gegend. Da kommt der nächste Scan auf den Observer. Jetzt geht er aber down. Trotzdem zwei Scans für einen Observer. Das will der Terraner eigentlich nicht so. Am liebsten ein Scan, ein toter Observer. Alles andere ist Verschwendung. Und dann ist hier drüben ein Forge für den Protoss. Und der zweite Disruptor wird gebaut. Da kommen mehr Gateways online. 51 oder 41 im Work-Account. Terraner dritte Basis. Wirft natürlich auch Mules fröhlich mit runter. Es sind ein paar Panzer da. Combat Shield plus 1 Infantry Weapons. Ja, beiden machen Fortschritte, was die Army-Qualität angeht. Aber bisher hat keiner bei der beiden groß den Auftrag hier zu pushen. Sondern beide verhalten sich jetzt noch sehr, sehr ruhig, was das betrifft. So. Zweite Robo. Für noch mehr Disruptor. Mehr Props werden gebaut. Und wir haben im Terraner Doppel Medivac. Doppel Marauder. Da geht immer ein Observer down. Der Scan hat gepasst. So, und da geht's los für Cuddlebear. Er ist derjenige, der ausrückt. Er hat ordentlich Army Supply. Dafür aber auch einiges weniger Worker. Trotzdem, er muss gegen Disruptor kämpfen. Und davon ist er nicht sonderlich ein Freund. Er ist kein Fan der Disruptor. Und Stalkers sind da. Blink ist da. Plus 1 Attack. Wird vielleicht noch fertig. Da kommt die Protoss Army. Da kommt die Terraner Army. Das hat der Protoss aber gesehen. Und jetzt stellt er sich dem auch entgegen. Erster Panzer wird gesiegt. Und jetzt kommen die Disruptor mit ran. Kann hier der Protoss die Connections landen, die er braucht? Momentan erste Kugel trifft nichts. Seit der Kugel wird gesetzt, trifft den Panzer. Der ist damit mega angeschlagen. Wie man sieht, der wird da großer seine Hitpoints. Da werden die anderen Panzer eingeladen, weggeboostet. Und momentan, Cuddlebear schaut sich nach einer anderen Angriffsmöglichkeit um. Ja, wir haben hier ordentlich Damage auf den einen Siege-Tank. Trotzdem, nächste Kugel kommt, wird aber ausgewichen hier. Und die Bio versucht einfach hier irgendwie Druck zu machen. Die Panzer sind gesiegt, unten auf dem Lowground. Die Stalker können aber jetzt einfach draufbringen. Die Panzer sind gerade ohne Support. Ja, da geht's auch drauf. Erster Panzer sofort down, zweiter Panzer down, dritter Panzer down. Während des G6 hier mit der Terran Army auf den dritten Nexus. Und der wird gesniped. Die Terran Army muss jetzt hier fliehen vor den Kugelfighter jetzt hier gegen die Stalker. Stalker stellen sich in den Weg. Kugeln kommen nach. Und Cuddlebear kriegt zwar den Nexus, aber verliert halt alle seine Einheiten. Und das ist es, glaube ich, nicht wert. Während es dann hier drüben nochmal droppt in der Mainbase, aber das wird abgebrochen, da kam der Recall. Und es geht halt dann an die vierte, die wird gecancelt. Somit Cuddlebear macht Economy-Schaden, aber verliert mega viel Army-Supply. Inzwischen ist da deine Protoss nämlich vorne, hat das mal komplett umgedreht. Die Stalkers hier jagen da auch schon hinterher, können vielleicht den Drop nochmal abfangen, aber nein, keine Chance. Es gibt den Darkshine für den Protoss plus zwei Attacks, als auch die dritte Basis, die neu gesetzt wird. Beim Terran sehen wir den Fusion Core, heißt Liberator Range Upgrade wird kommen, Advanced Ballistics. Wird bald erforscht. Wir haben mehr Panzer, mehr Bio. War es das wert für Cuddlebear? Resources lost 3.500 zu 2.000. Das ist eben die Sache. Er hat halt hier die Panzer, die ganzen Marines und Marauder, Medivac verloren. Hat dafür halt ein paar Stalker und Nexus bekommen. Ist nicht der beste Trade ever. Und jetzt die Stalkers sind am Gegenpushen. Haben die Disruptor in der Hintern. Die sind noch nicht mal mit dem aggressiver Blink hier auf das Medic. Die Marauder hauen hier selber die Keulen raus. Aber da kommen die Disruptor mit dazu. Und ein paar Marines warten hier abgerannt. Weitere Disruptor kommen. Und es sind halt nicht viele Panzer dabei, um die Stalker zurückzuhalten. Und die Disruptor zurückzuhalten. Geht eine weitere Kugel auf den Marauder und den Marine. Und Grace macht hier ein bisschen Druck. Zieht sich jetzt nochmal wieder zurück. Da kommt der Boost weg. Und das wird gesehen. Sie sind durch den Observer durchgeboostet, die Medics. Und da ist halt der Rest vom Terraner Army Supply so ziemlich. Ist hier die Defense? Ja, hier wird die Defense vorbereitet. Die Medivacs landen da in der Nähe von Pastorkon und dem Disruptor. Er wird ausgeladen. Protoss begibt sich in die Richtung auch hier zu einem Marauder unterwegs, suchen nach irgendwas anderem, was sie umholzen können. Der Drop ist ausgeladen, aber die Protoss Army steht bereit. Und da gebe ich wenig Chancen hier für Cuddlebear wirklich Schaden zu finden. Zumal er jetzt gleich von dem Protoss Army surrounded wird.
Wenn das hier noch ein bisschen länger... Ja, er wird surrounded. Stalker kommt von mehreren Seiten. Haben Blink, wird das Blink genutzt. Nein, da kommt der Blink komplett nach hinten. Da wird gewartet auf die Disruptor und die Biayo. Schreckmoment. Haben wir nichts rausgenommen. Die Stalker Blink wird zur Seite. Trotzdem, der Drop hier ist mega gefährdet. Die paar Marauder haben wir gerade nochmal Peilen umgeschlagen. Da geht's weiter. Aber die Marauder leben nicht mehr wirklich viel. Der Stalker schießt nochmal ein bisschen drauf. Kann fast den Marauder fight. Okay, die Schildbatterie hilft ja aus. Wenn das hier geht's rauf auf die Medics. Da starben nochmal ein paar Bio-Einheiten. Die Marauder hier wurden geklärt. Ah, Cuddlebear kämpft noch weiter. Er baut eine weitere Armee auf. Advanced Ballistics. Status ist ready. Und wir haben plus 1 auch Shipwerbens, das mit der Zukunft. Genauso wie 2-2 für den Terraner. Währenddessen Protoss arbeitet an 2 Attack. Und wir haben natürlich ein weiteres Command Center, weitere Einheiten. Protoss hingegen gerade eine weitere Nexus. Nexus Nummer 4 wird gebaut. Und wir haben die Tees jetzt hier unterwegs. Ist es nur einer? Es sind zwei. Der läuft durch den Scan. Okay. Also die Tees müssten bekannt sein. Es sind auch Missile Turrets vorhanden, aber noch nicht überall. Da kommt ein weiterer Scan. Hier ist aber kein DT und auch kein Observer. Oh, der DT läuft halt in den Scan. Wie bitte ist das denn bitte? Die Rocks werden aufgemacht, aber der Protoss steht direkt auf der anderen Seite. Observer schaut nochmal kurz rein. Weitere DT kommt hier und die Panzer werden alle anzieht. Und jetzt geht's los. Da kommt der Protoss mit den Disruptor-Kugeln, trifft da einen Panzer zumindest mal, aber haut jetzt alle Kugeln dafür raus. Liberator sofort mit dem Massen-Siege hier auf eine einzige Position. Die DT ist jetzt hier drin in der Natural und da ist noch kein Missile Turret ready. Und da gibt es mehrere tote SCVs hier. Da macht der DT doch einiges an Schaden. Hat da gerade ein bisschen Spaß. Jetzt dank dem Missile Turret ziemlich schnell geklärt. Beide nähern sich dem Max-Out. Plus 3 Attack für den Protoss. Vierte Basis gleich ready. Beim Terraner vierte Basis fertiggestellt. Wird gerade hingeflogen. Zwei Upgrades unterwegs. Es wird hier einen ziemlich knalligen Fight geben zwischen den beiden. Mit der ganzen Masse an Disruptoren. Hier 13 Disruptor. 32 Stalker. Gegen 7 Panzer, 7 Liberator, 18 Marines, 10 Marauder, 4 Medics und ein Viking irgendwo. Viking chillt hier nämlich in der Gegend. Ja, und Protoss sucht nach einem Angriffswinkel und findet auch einen guten Angriffswinkel zwischen dritter und vierter Basis und geht einfach auf die vierte. Und die vierte ist out of position, kann nicht wirklich geschützt werden. Terran läuft einfach selber weiter. Möchte das jetzt hier irgendwie den Base Trader zwingen. Die dritte Basis, oder die vierte Basis direkt down. Stalker gehen weiter in Richtung Nashville. Und ja, jetzt hier mit dem Disruptor kann auch sehr viel Gebäude damit schmeißen, wenn man das möchte. Ist die Frage, ob die genutzt werden, denn hier kommt der Counter-Go. Liberator Kaiser werden gesetzt, die Disruptor werden bereits gesnappt. Stalker hier bringen auch nicht wirklich viel. Panzer werden gesiegt. Und jetzt machen beide sich sehr, sehr viel Schaden. Nexus Command Center geht hier down. Kommt der eventuell Recall. Momentan die Stalker versuchen weiter zu pushen. Da muss ein Blink kommen. Da kommt ein Blink auf den Liberator hier auf Michael. Und der wird auch gesniped. Ja, aber es dauert ziemlich lange. Die SCVs fighten hier mit. Die Stalker fighten hier. Und die Disruptor hauen einfach keine Kugeln raus. Was ziemlich fair ist. Die Disruptor killen sich gleich selber, wenn es doof läuft. Nein, killen sie noch nicht. Jetzt geht's aber weiter rein. Weitere Kugeln regnen hier runter. Trotzdem die Mainbase. Da wurde die Protoss Army ziemlich geschwächt. Da hat Race ziemlich viel Supply verloren. Währenddessen macht hier Cuddlebear weiter. Ist immer noch gesiegt mit dem Panzer und den Liberatoren. Die bewegen sich natürlich nicht so schnell. Aber die Natural wurde rausgebombt. Da sind ein paar DTs mit dabei. Und es fehlen ein bisschen OCs tatsächlich. Die OCs sind alle gerade in der Luft. Es kann kein Scan kommen. Aber hier die Protoss Army wird abgewehrt. Es sind nur noch die Disruptor so ziemlich übrig. Und zwei Stalker. Währenddessen flippt der Protoss hier noch mehr von seiner eigenen Economy, von seiner eigenen Army. Das sieht jetzt hier gut aus, würde ich sagen, für Cuddlebear. Denn er kann seine Gebäude einfach wegfliegen. Hat dann auch wieder Scans zur Verfügung gegen die DTs. Und der Protoss wird hier weiter belagert von den Liberatoren mit Range. Und ich glaube, je länger das geht, umso besser ist das hier für den Terran. Ja, das sind nochmal die Tees mit drin, aber die Basis, Mainbase kann da gleich nochmal landen. Dann kannst du auch einen Scan raushauen. Dann sind die Tees hier auch Geschichte. Die Protoss Army hat sie nochmal hier gerecallt, aber da sind die Liberator und ja, es sind einfach so viele Liberator und kaum noch Stalker. Und ja, da ist die Belagerung voll da. Die Stalker geben nochmal alles, um die Liberator zu snipen. Wird eine, ja, es wird zwar nochmal ein bisschen eine knappe Geschichte, aber es ist jetzt der Terraner, der sich hier mehr und mehr durchsetzt. Da geht nochmal eine gute Kugel rein. Da können noch ein paar Kugeln kommen. Ja, Kugeln kommen auch. Kugeln schlagen auch noch ziemlich heftig ein. Aber am Ende ist es eben eine Sache der Army-Qualität. Der Protoss geht noch auf eine Runde Stalker. Die Disruptors, so toll sie auch sind, die Disruptors schießen nicht in die Luft. Das heißt, die Liberatoren haben sehr viel Spaß und die Panzer werden geschützt von den Liberatoren hier. Ja, da sieht man, die Stalker laufen nach vorne, laufen hier verdammt. Die nächste Mining Base, Protoss geht dann, damit hat er nur noch eine einzige mit Long Distance Mining hier, die seine Main Base. Der Terraner hat auch nur noch seine Main Base hier, aber die ist... meint fröhlich von einer vernünftigen Mineral Line. Hier der Protoss Army auf der Seite wird aufgerieben gerade vom Terraner. Ah, eine gute Kugel. Nein, trifft nicht. Die zweite Kugel trifft einen Marauder. Und ja, man sieht die beiden fighten. Sehr knappen Fight. Weitere Stalker geht down. Jede Einheit ist ziemlich teuer. Aber der Terraner pusht jetzt einfach weiter Richtung Mainbase. Und die Probes hier sind das letzte Mining, was hier Race momentan noch hat. Er versucht jetzt mal die Stalker ranzukommen. Aber es sind halt so viele Liberator. Das blinkt da, aber da sieht man, wie viel Stalker. Die Stalker werden einfach alle zerstört. Die Probes werden alle zerstört. Und da ist für Race einfach nichts mehr übrig. Kommen noch Zeit die Tees, aber Scan sollte da sein. Ja, Scan ist da. Die Tees werden blockiert. Ah, dauert ein bisschen. Die Tees machen natürlich sehr viel Damage. Aber es ist halt doch jetzt hier Race, der 15
Probes hat keine Basis, verliert jetzt hier sein Tech. Er hat momentan eine Army bestehend aus 9 Disruptern und 11 Stalkern. Und die Disruptors stehen alle hier, die Stalkers sind alle ein bisschen verstreut. Und die Terran Army pusht einfach weiter, geht jetzt die Rampe hoch. Und da ist eben das Tech-Zentrum, das sind die letzten Gebäude, die letzten wichtigen Gebäude, gerade vom Protoss hier. Da geht noch eine Kugel raus, die Panzer war nochmal gekehrt. Aber eben man sieht, die Liberator haben richtig viel Spaß. Und der Terran ist halt am Minen, der Terran ist am Bauen, der Protoss hat nichts mehr, was er bauen kann. Hat einfach kein Geld, das er verbauen kann. Und das Ding ist durch, würde ich mal behaupten, für Cuddlebear. Ja, da kommt noch der Recall in die Mainbase, aber nicht so, ob das viel bringt. Kann man ein paar Kugeln werfen hier rein auf den Marine und auf den Panzer, das heißt, das ist alles gekehrt. Somit sind es nur noch die Liberator hier. Stalker blinken nochmal ran, die Liberator evakuieren einfach. Das Problem ist einfach, dass es schön, dass jetzt das geklärt hat. Aber es kommt da beim Terran-Zeug nach. Beim Protoss muss erstmal ein Nexus gestellt werden, bis da wieder halbwegs vernünftiges Mining am Start ist. Da sieht man eben die nächste Truppe an Marines und Marauder ist mit dabei. Die Stalker sind auf der Suche nach einer Basis. Und ja, die Disruptor hier sind gerade ein bisschen out of position. Terran könnte draufspringen. Nein, macht er nicht. Die Stalker sehen schon, dass die Reinforcement nachkommt. Es ist immer noch... Es kann noch schief gehen, wenn der Terraner das hier komplett aus der Hand gibt, aber ich sehe wenig Chancen für Race hier ein Comeback zu starten. Ja, Liberator fallen wieder mit am Start. Und damit die Protoss-Army weggezoned. Und der Terraner hat wieder Ground-Army mit dabei, mit der er fighten kann. Und Cuddlebear jetzt hier auf seinem Siegeszug. Race versucht dann mit dem Counter-Attack. Da ist ein OC, das ungeschützt ist. Das kann man kaputt machen. Aber hier die Mainbase läuft auch noch. Und es läuft halt immer noch Einheiten vom Band beim Terraner Production. Lebt noch, wenn das in die Protoss-Production wird, gerade komplett zerstört. Liberator versucht nochmal hier die Disruptor zu snipen, Probes zu snipen. Da ist nicht mehr viel übrig. Ja, es geht hoch die Mainbase. Liberator-Kaiser kommen in alle Richtungen. Titans werden gesprengt. Der Protoss macht hier nochmal die Mining-Bases kaputt. Aber da fliegt einfach die Basis weg. Und die Kugel! Okay, die Kugel war fett. Die war wichtig. Die hat sehr viel getroffen. Das ganze Reinforcement und auch die SCVs. Protoss hat noch die Ground-Army. Hier hat noch ein Raven mit dabei tatsächlich. Und hier ist noch zwei Disruptor hinten drin, aber die können gesniped werden. Ja, Liberator kümmert sich drum und puff. Ja, hält sogar einen Schuss aus. Währenddessen das Command Center geht down, aber wir haben weiteres hier gebaut. Das heißt, noch kein Reveal gerade vom Terraner. Protoss hat auch nochmal einen Nexus gebaut. Ist er bekannt bereits? Er ist noch nicht bekannt. Und momentan hier, der Disruptor gibt nochmal alles, aber der Tech wird aufgeräumt. Der Protoss hat hier nicht mehr viel, kann auch nicht mehr recallen momentan. Tatsächlich, das wird nochmal knapper als erwartet, muss ich ehrlich sagen. Nochmal ein Disruptor, der die ganze Zeit in der Mainbase rumsteht, eigentlich schon längst gesniped werden könnte. Jetzt geht es nochmal ran und versucht eine Kugel zu setzen. Aber die Biohawk haltet hier weg. Ja, da geht nochmal eine mal in die Interference Matrix. Wird natürlich jetzt sehr, sehr wertvoll. Disruptor, die nicht schießen können, sind absolut nichts wert. Jetzt Stalker und 6 von der Rückseite, wollen die Liberator snipen. Haben doch ein paar gesniped. Da geht eigentlich der Anti-Armor-Rakete raus. Die Stalker jetzt hier sofort markiert. Und die Mainbase wird aufgeräumt. Protoss hat keine Mainbase mehr. Das heißt, Protoss hat noch hier diese Basis. Na, flittern noch auf den Pfeilen hier. Und bei Cuddlebear wird eine neue Base gebaut. Das ist sein letztes Command Center, das heißt, auf das muss er aufpassen. Er hat noch 5 SCVs und Prop Scouter diese Base hier. Und ja, Race geht er dahin, um das zu snipen oder was ist sein Plan hier? Weil hier hoch kommt er nicht. Der Raven hat noch Energie für eine Interference Matrix. Liberator natürlich sind immer noch sehr wichtig, ist nicht mehr so viele. Es ist tatsächlich noch überraschend knapp jetzt hier zwischen den beiden. Und da geht es auf die nächsten Protoss-Gebäude. Protoss gleich Supply Block. Kann es dann eh nichts mehr bauen. Daran hier fliegt das Command Center um in seine Natural, damit es ein bisschen geschützter steht. Protoss Army möchte hier ran. Bleibt mal Medi weg. Vier Worker zu 7. Tatsächlich hat da momentan der Protoss mehr. Das Game ist jetzt richtig strange hier. Schon lange nicht mal so komisches gesehen. Ein Liberator versucht einmal die Basis zu resten und einmal die Rampe zu halten. Protoss sitzt da hoch. Protoss will den Fighters nicht gewinnen. Blinkt jetzt hier hoch. Da geht noch eine Anti-Armor-Missile rein. Und damit jetzt die Biokanne, die Stalker rausballen. Da wird eingeladen gegen die Disruptor-Kugel. Jetzt geht's runter an der neuen Mining-Base. Da wird nochmal eine Disruptor-Kugel den Liberator-Kreisel gesetzt. Die Cannon wird rausgesprengt. Die Stalker kommen runter. Die Disruptor kommen runter. Aber der Nexus steht unter Feuer. Und das ist die letzte Basis, die der Protoss hat. Und die stirbt sehr, sehr schnell hier weg. Da kommen die Kugeln. Wird eingeladen. Nein, die Kugeln treffen nicht. Und es geht weiter auf den Nexus. Und da hat jetzt, glaube ich, wirklich Cuddlebear die Position, die er braucht. Snipt nochmal ein Stalker beinahe raus. Wird wieder der Kugel ausgeweicht. Und jetzt geht nochmal hier auf den Nexus. Der Nexus wird hier sterben. Und es sind keine Ressourcen dafür in einen weiteren Nexus. Der Protoss hat kein Hauptgebäude mehr. Die Stalker sind doch immer ein bisschen gefährlich. Aber Race hier mit ja, 36 Supply gegen 46. Cuddlebear macht zwar auch nicht viel, aber er sammelt hier ein bisschen Mineralien und baut jetzt ein OC. Protoss kann nichts mehr bauen, nichts mehr tun. Er hat noch gebäudetechnisch 3 Cannons, 8 Pylons und ein Gasgas hier, also einen Assimilator. Stalker gehen hoch. Stalker kommt einmal in das Kreuzfeuer der Marauder. Kann nochmal sehr viel Schaden machen tatsächlich. Aber Liberator cleared. Oh, bei der eine Stalker, nein, wird auch auseinandergerissen. Und da ist es das GG.
Und Base muss sich leider am Ende geschlagen geben. So lange gewartet, nur um dann 2-1 besiegt zu werden. Ziemlich bitter für ihn hier. Aber Cuttlebear holt sich damit den nächsten Platz im NA Challenger in der Round of 16. Glückwunsch an ihn. Hart umkämpft auf jeden Fall der letzten Map hier noch. Junge, Junge. Meine Stimme